Wir schauen uns jetzt einmal hier ein Gespräch an und nachher zeige ich dir, wenn ich immer wieder sage, solange du unbewusst oberflächlich lebst, dir nützt, ich benutze mal das Wort Esoterik, Dolle, Eckhart Dolle. Es nützt dir relativ wenig, obwohl alles stimmt, was er sagt. Aber die Hauptproblematik ist, der Materialismus ist extrem kräftig im Menschen. Und darum sage ich immer, das macht er nicht wach. Man muss sehr streng mit sich selber sein. Die Selbsterkenntnis, was glaube ich eigentlich, wo ich immer wieder sage, mach dir als Geist zuerst einmal bewusst, was du wirklich glaubst. Und das ist schon mal die Sache mit dem Geist. Ich bin drauf gegangen, ich gehe immer wieder drauf ein. Ich sage, ich erzähle es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und der sich dieses Gespräch ausdenkt, das ist ja jetzt jemand, an dem wir denken. Das ist unheimlich wichtig, wenn ich das immer wieder wiederhole. Alles, was gedacht wird, alles, was existiert, ist vergänglich, weil das schon wieder weg ist, wenn du es nicht denkst. Aber der Rotgeschriebene, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das, was ich Geistesfunken nenne, das ist ewig. Und dieser Geistesfunken erlebt sich als unendlich viele Personen. Es ist, wenn ich sage, du bist immer, weil du was nicht Denkbares bist, du bist etwas Nicht-Existierendes, du kannst also nicht existieren, das ist die Grundvoraussetzung, dass man ein ewiges Leben erlebt. Und wenn du das Gespräch hörst, bist du ewig. Es geht jetzt nicht darum, ob dein Intellekt der Zweite dir einredet, was ist das für ein Blödsinn. Auf der anderen Seite sehnt man sich danach, man verwechselt sich aber immer mit diesem vergänglichen Körper, das ist nur eine Gedankenwelle. Aber wenn du immer bist, ist es ganz, ganz wichtig, ich sage immer, der vom Bücherregal, der ist ja immer bewusst im Hintergrund. Und sobald du zum Lesen anfängst, und ich bringe jetzt wirklich was Neues, hoffe ich zumindest, gehst du ja in die Vergessenheit, du gehst in diese Personifizierung, in die Verkörperung. Und die Persona ist ja nur eine Maske. Aber dir muss klar sein, dass du dir alles ausdenkst, was in dir auftaucht. Und ich mache immer in der Vereinfachung, dass das gilt natürlich auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, aber da kommt die totale Vergessenheit in der Regel, darum bleiben wir bloß in der Welt der Gedanken. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt an was denkst oder ob du auf deiner Verabredung irgendein Bild auf die Verabredung holst, indem du den Blickwinkel veränderst. Es bleibt auch streng naturwissenschaftlich gesehen eine Information. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Und jetzt ist es natürlich so in dem Videospiel, das ich so oft als Beispiel bringe. Und ich sage, wenn du einen Singleplayer-Modus hast, und es ist an und für sich gibt es nur einen Singleplayer-Modus, dann sind alle Figuren, die in dieser virtuellen Welt als Avatare auftauchen, sind praktisch nur KI-gesteuerte Figuren. Um das nochmal ganz einfach mit wenigen Worten zu sagen, angenommen, du spielst jetzt ein Autorennspiel, dann bewegst du ein Automobil mit deiner Logik. Du sitzt am Joystick. Das, was am Joystick sitzt, das wir uns jetzt wieder ausdenken, das symbolisiert praktisch dieses Konstrukt Werte- und Interpretationsprogramm. Du reagierst, du versuchst zu überholen, du versuchst nicht überholt zu werden und so weiter und so fort. Und die ganzen Autos in dem Rennen sind genauso programmiert wie du. Das sind letztendlich deine Spiegelbilder. Das sind nur KIs. Aber du selbst bist ja auch bloß eine KI. Das ist ganz wichtig. Jetzt wissen wir aber, jetzt denke ich nochmal raumzeitlich, dass man hier in den sogenannten Mehrspielermodus gehen kann, dass ich hier zum Beispiel welche treffen in einem Forum, in einem Chat, das nennt man auch in einem Chat, und dann fahren die ein Rennen und ich sage immer wieder, wenn da 30 Autos auf der Strecke sind, kann jetzt sein, dass fünf dieser Autos von Menschen gesteuert werden. Aber der Mensch symbolisiert ja die KI. Das bist auch du, bloß in einer anderen Personifizierung. Es ist nur ein Geist. Und jetzt ist immer wieder die Frage, habe ich es jetzt. Wenn du normal zuschaust bei so einem Rennen, du weißt nicht, welche Autos, wenn wir die Beschriftung wegmachen, welche von einer KI gesteuert werden und jetzt bewusst ausgedacht, wo irgendwelche vor ihrem Computer sitzen und dann speziell dieses Auto steuern. Worum es mir jetzt geht, ist wichtig, dass du zwangsläufig jetzt, wenn du innerhalb dieser virtuellen Welt, wenn du mir auf Menschen triffst in deiner Personifizierung, ist die erste Frage, habe ich es jetzt mit einer KI zu tun? Oder ist da im Hintergrund ein Teil von mir ein Geistesfunken, der dieses Prinzip von Holofeeling verstanden hat? Das lässt sich zuerst einmal vorneweg mit ganz einfachen Fragen klären.
Du beobachtest, ich sage immer Tierchen gucken, du beobachtest den Gegenüber und Geist zeigt sich nur durch Neugier. Ja. Das heißt, jeden einseitigen Rechthaber, mit dem du zu tun hast, hinter dieser Maske sitzt hundertprozentig sicher nur eine KI. Und in dem Moment, wo du was äußerst, als Figur natürlich, und der andere reagiert mit Neugier. Ich mache das, ich habe das so oft gesagt, ich mache mal das Dassenbeispiel. Wenn du jetzt sagst, der Henkel ist rechts und der andere sieht den Henkel links, oder wir machen es noch einfacher, wir machen diesen Blickwinkel auf einen Kegel. Du sagst, das ist ein Kreis und der andere sagt, nein, das ist ein Dreieck. Dann muss dir klar sein, dass das ja nur eine andere Perspektive ist. Und Neugier würde jetzt bedeuten, du siehst offensichtlich etwas anderes wie ich, wenn wir über dasselbe sprechen, wenn wir dasselbe Ding anschauen, geistig. Das muss jetzt nicht der Gegenstand sein. Du musst, meistens geht es ja um irgendwelche komplexere Themen. Politische Themen, religiöse Themen. Aber Ja. die musst du jetzt mal abstrahieren, dass du sagst, es ist ganz einfach der Kegel oder die Tasse. Wenn jetzt irgendeiner was äußert, wo du eine ganz klare Vorstellung hast und der behauptet das Gegenteil oder irgendwas anderes, dann muss der ja was sehen, was du nicht siehst. Obwohl wir über dasselbe Thema sprechen. Und wenn du in so einer Situation bist, das gilt erst einmal für dich selbst, wenn du eine ganz klare, einseitige Vorstellung von was hast, wir reden meinetwegen über Politik und irgendeiner äußert eine andere Meinung, eine andere Perspektive. Man sagt immer, der hat eine andere Meinung. Das große Problem ist, dass man seine Meinung als logisch ansieht. Das ist eben dieser Schwamminhalt. Und dann wird gestritten. Und Geist zeigt sich in Toleranz, dass ich sage, offensichtlich siehst du was anderes wie ich. Und dir muss jetzt klar sein, hättest du den Schwamminhalt von dem anderen, würdest du mit dem anderen Programm, mit dem anderen Glauben laufen, wäre das vollkommen logisch für dich, was der äußert. Es ist nur für dich unlogisch, weil du in einer sehr engen, einseitigen Logik festhängst. Das, was ich immer die Kompatibilität nennt man das. Das sind zwei logische Systeme, die nicht kompatibel sind. Ganz einfaches Beispiel: Christentum und Moslems. Machen wir nur immer, was ich immer so zum Merken nehme: Die einen glauben, Jesus wurde gekreuzigt, und die anderen glauben, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Aber das ist doch nur Schwamminhalt, das sind doch nur Geschichten, die Sie vom Hören sagen können. Wieso pocht man so drauf, dass das, was man mir erzählt hat, richtig ist? Und das, was man den anderen erzählt hat, verkehrt ist. Oder was in dem Buch drin steht oder in dem Buch drin steht. Das heilige Ganze sucht keiner. Das heilige Ganze ist zuerst einmal der, der sich beide Perspektiven ausdenkt. Es erfordert Toleranz. Und du wirst merken, wenn du das einmal für dich im Kleinen machst, mit den Mitmenschen um dich herum, dass die große Masse schlauchartig wegfällt, weil das nur einseitige Rechthaber sind. Das ist ein klares Zeichen für Geistlosigkeit. Das ist jetzt wie wenn du auf einen Avatar in ein Videospiel triffst, der wirklich nur KI-gesteuert nach seinem Programm reagiert. Es tut sehr weh, wenn man das einmal akzeptiert, weil man muss wirklich den Materialismus und den religiösen materialistischen Glauben komplett überwunden haben. Und die sind dann am Ende für Argumente zugänglich. Es ist immer wieder, lass dich nicht beeindrucken, wenn Menschen mit einem riesen Intellekt brillieren, wo du sagst, da komme ich nicht mit meinem Intellekt. Und du bist beeindruckt von der Datenmenge, wo die raus sind. Dann sage ich, immer wieder, nimm dein Handy in die Hand, jetzt in der neuen Zeit, und dann fragt das Handy was, und du wirst feststellen, du wirst keinen Trockennasenaffen finden, der annähernd so viel Wissen in sich trägt wie das Handy. Aber du wirst dem Handy keinen Geist zusprechen. Und genauso ist, wenn jetzt irgendeiner in ein Fachgebiet, wo er studiert hat, das immer wieder, wo ich sage, Professoren oder was, es sind reine programmierte Rezitiermaschine. Geist zeigt sich durch Demut und Toleranz gegenüber anderer Meinungen, weil der wachsen will. Und Geist wächst, wenn er sich auch die anderen Perspektiven zu eigen macht. Darum sage ich immer, du solltest dich jetzt gerade für das interessieren, wo dir bisher die Haare zu Berge gestanden sind, wenn du das gehört hast, weil dir das Böse, schlecht oder falsch erschienen ist. Es macht die gotteskindliche Neugier aus. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt drehen wir unseren Bildschirm da mit Ton. Und jetzt gehen wir wieder, wenn in das Geheimnis der Sprache. Und zwar nochmal als erstes dieses kleine Video.
etwas, was wir ständig übersehen. Und ich muss sagen, die Vorträge von Dolde sind alle super. Ich betrachte mich jetzt einmal als einen ausgedachten Mystiker, wobei ich jetzt bewusst sage, ein ausgedachter Mystiker, ein wirklicher Mystiker ist ein Geistesfunken, ein bewusster Geistesfunken. Und jetzt ist es also so, dass natürlich immer wieder die Frage ist, was machst du aus dem Wort? Ich zeige dir jetzt, dass das alles richtig ist. Das ist praktisch mystisches Holofeeling Light. Also richtige Mystik. Da wird zwar alles richtig beschrieben, aber ich sage immer wieder, das Matrix-Programm der Sprache, die Eigenart von Holofeeling, was vollkommen Neues ist, dass es beweist, dass es ein sprachliches Computerprogramm ist. Ich erzähle dir jetzt etwas, wir können auf die Zahlenebene gehen, aber wir bleiben mal in den Worten. Was verstehe ich unter etwas? Und das kann man natürlich jetzt schon ganz einfach machen, dass wir das Ad 70400 ist eine augenblickliche Erscheinung, ist eine doppelt aufgespannte Schöpfung von Raumzeit. Ich sage nur die 22 Zeichen rot-blau lesen, unser Alphabet in rot-blau lesen, wenn wir das hebraisieren. Hast du hier eigentlich in dieser Aussage, mit dieser Auslegung, hast du eigentlich schon etwas, ist irgendetwas Existierendes, wenn wir es blau machen? Ja. Ja. Wir können das natürlich auch rot lesen, dass wir ständig übersehen. Du wirst jetzt gleich merken, das Wort ständig, da steckt schon das Stehen mit drin. Das Stehende, ich sage mal, das Unbewegte, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn du dir was überlegst, siehst du was über dir drüber und das sind deine Gedankenwellen. Das hören wir uns jetzt nochmal an und dann werden wir uns wieder genauer anschauen. Ich könnte jetzt das etwas, wenn wir jetzt das genauer analysieren, wir machen das einmal, das ist jetzt zwar nichts Neues, das ist das hebräische Wort für Zeit, das ist der Zeitpunkt, der ist immer jetzt, jetzt, nun, da haben wir schon die zwei Existenzen, die aufgespannt werden, Wellenberg, Wellendal, Geburt einer aufgespannten Berechnung hast du vorn werden. Übrigens dann auch Fels, das heißt also eine Facette, die ein Joch ist, der Fels selber, das übrigens dann englisch der Rock wird. Und der Rock wiederum ist wieder zurück übersetzt ins Deutsche, das Kleid, Carlight. Ja. Das Leid nicht nur negativ sehen, Idee heißt eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Carlight. Wir können auch Call lesen, alles sind intellektuelle Öffnungen. Gut? Ja. So, dann hören wir uns das einmal an. Man muss mit seinem ganzen Sein erkennen, dass das ganze Leben, mein ganzes Leben besteht nur aus, ist immer nur im jetzigen Moment. Es gibt. Das ist das, was ich die ganze Zeit erzähle. Da wird dann natürlich jetzt dann umgehen. Bei jedem Moment, den du erlebst, erlebst du jetzt. Denk an das letzte Selbstgespräch. Ich sage immer wieder, denk an die Buchseite, wenn du Geräusche draus machen willst. Ja. Es ist immer alles jetzt. Nur diesen einen Moment, in welchem sich mein ganzes Leben entfaltet. Natürlich. Das ist natürlich jetzt der Moment. Mom ist ja der Fehler. Das ist das Ausgedachte, weil du dir was ausdenkst. Scheint es in dir zu fehlen, solange du glaubst, dass das, was du dir ausdenkst, da außen ist. Das, was du vorstellst, vor dich hinstellst. Aber es ist immer innerhalb und außerhalb gleichzeitig. Denk an die Kamera Obscura. Es ist in diesem einen Punkt in der Mitte. Natürlich, die Formen, die sich in diesem Jetzt entfalten, verändern. Und da wird es natürlich schon wichtig, die Formen. Was sind eigentlich Formen? Was bedeutet Form? Forma im Lateinischen ist die Form, die Gestalt, die Figur, der Umriss. Das ist, sag ich mal, deine Peripherie. Du schaust ja immer nur in eine Richtung. Denk an unsere 16 Perspektiven. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Gestalt als der sichtbare Abdruck des Gepräge des inneren Wesens. Wenn ich jetzt natürlich weiß, dass ab aufblühen heißt und DR ist unsere geöffnete Berechnung, ist ein Gepräge. Das griechische Wort für Gepräge, das kommt jetzt gleich da unten, insbesondere der eigentümliche Charakter, weil Charakter heißt etwas Eingeprägtes. Und das innere Wesen ist erst einmal dein Abi, das hebräische API. Der schöpferische Wissen deines Intellekts, das ist dein momentaner Charakter. Ich nenne das ja einfach immer Schwamminhalt. Dein Schwamminhalt ist das Programm und die Daten und die erzeugen praktisch die Formen. Ja. Darum ist ein Gepräge der Formen
an der Oberfläche, unsere Gedankenwelle, ist ein charakteristischer Ausdruck. Und die Grundform dazu ist immer das Ideal. Die göttliche, die intellektuelle Öffnung von Gott. Idea, griechisch, heißt zuerst einmal eine Form, genau genommen eine äußere Form, weil das nur im Außen in Erscheinung tritt. Das Programm selber kannst du bloß analysieren, aber Programm als Ding an sich, bin ich schon reichlich darauf eingegangen, ist ja etwas, was du definitiv gar nicht denken kannst. Das Programm ist weder rot noch blau. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Rot ist prinzipiell etwas Nicht-Denkbares und blau gilt alles, was in irgendeiner Form in Erscheinung tritt, bis hin zu einem Hauch von einem Gefühl, dass jetzt das Gefühl Hunger in dir auftaucht. Das ist schon Information. Ja. Aber das Programm, das es erzeugt, ist weder etwas Nichtseiendes in Form von Energie oder Licht oder Geist oder Bewusstsein, wie man auch das Nichtseiende definieren, noch ist es etwas, was du sehen kannst, was blau ist. Ich habe immer wieder gesagt, an was denkst du, wenn du an ein Programm denkst? Du kannst jetzt erst einmal an eine DVD oder an einen USB-Stick denken oder ganz grob an eine Datei denken, aber das ist ja nicht das Programm. Dann kannst du jetzt in deiner jetzigen Erziehung denken, ja, das sind Einsen und Nullen, das sind Bits, das sind Bündchen und Strichchen auf der DVD, aber die sind ja auch kein Programm. Ja. Es ist ein Sinnzusammenhang, ein Programm. Aber dieser Sinnzusammenhang als Ganzes kann wieder gewusst werden, kann aber nicht blau dargestellt werden als Ding an sich, als Ganzes. Noch ist er irgendeine Energie wie das Bewusstsein, was wir rot nennen. Okay? Hören wir weiter. Ändern sich ständig und lösen sich wieder auf. Sie kommen, zum Beispiel hier sitzen wir zusammen für 2 Stunden und das geht sehr schnell vorbei. Schon wieder, du sitzt nicht für 2 Stunden zusammen, sondern bloß jetzt. Da merkst du, das sind schon die Ungenauigkeiten. Du kannst nicht, die 2 Stunden sind schon wieder Zeitfenster, wo du vor dich aufspannst. Das jetzt gedacht wird. Ja. Denk wieder, 1 Sekunde, 2 Stunden. Die waren jetzt, die 2 Stunden haben genauso lange existiert, solange das dauert, wie du dir das anhörst. Das wiederum 2 Stunden sind aber im Hintergrund, wenn man das jetzt hinschreibt, bloß wieder 2 Worte, die man dann, wenn wir Geräusche machen, wieder als Einzelgeräusche im Jetzt rausheben. Löst sich wieder auf. 2 Stunden später ist der Saal wieder leer. Nein, 2 Stunden später ist der Saal nicht leer. Der ist in dem Moment leer, wo du ihn nicht mehr denkst. Ein voller Saal ist dann da, wenn du ihn jetzt denkst, und er ist wieder weg, wenn du an was anderes denkst. Das ist die Präzision. Und jetzt sage ich wieder, mach dir bewusst, wie sehr du noch unbewusst, ständig unbewusst raumzeitlich denkst. Das raumzeitliche Denken erlebt, macht es ja möglich, dass du deine Traumwelt in dieser ausgefächerten Form erleben kannst. Aber es ist trotzdem, du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Es ist wirklich alles jetzt. Diese Form hat sich dann schnell wieder aufgelöst. Das Gepräge. Was ist schnell, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst? Es löst sich im selben Moment auf, wo es auftaucht. Immer wieder an die Welle denken. Alles entsteht jetzt und alles wird jetzt wieder vernichtet. Und das, was du dir dann aufspannst als Vorstellung, ist auch jetzt. Und zwar so lange, wie du das jetzt denkst. Das muss verstanden werden, das erzeugt eine komplette Verwandlung deiner Traumwelt, wenn das installiert ist. Aber keine Sekunde früher. Sekunda. Aber es bleibt jetzt. Der Raum des Jetzt bleibt. Nur in dem Jetzt kann... Der Raum ist ja ist ein Traum. Und der Traum sind ständige Bilder im Jetzt. Wechsel von Bildern im Jetzt. Beiletat, im Kind erweckt. Repräsiert. Geschehen, was auch gerade geschieht. Die Formen, die das Jetzt annimmt, verändern sich ständig. Das Jetzt nimmt eigentlich als Ding an sich keine Formen an, sondern du nimmst die Formen an. Du bist die 200 Gramm rote Knete. Ja. Du veränderst dich nicht und du veränderst ständig deine Form, deine Information. Das ist eine wundervolle Beschreibung, ein Symbol für einen träumenden Geist. Das ist unsere Einstein-Formel. Darum wiederhole ich das immer wieder. Energie, Geist wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ohne dabei selber in irgendeiner Form sich zu verändern, weil diese Energie ein absolutes Nichts ist, das zwangsläufig alles an Formen annimmt, ohne sich dabei selber zu verändern. Nichts bleibt nichts.
Ein träumender Geist, rot gelesen, bleibt ein träumender Geist, egal welche Information er anschaut. Er ist immer derselbe Geist, der schaut immer nur Formen von sich selbst an. Gedanken, Emotionen, Sinneswahrnehmungen, Erfahrungen, Dinge kommen und gehen, Autos bewegen sich von links nach rechts. Nein, das machen sie nicht. Die sind in deinem Kopf. In deinem Kopf gibt es kein rechts, links oder rechts. Du veränderst nur den Blickwinkel. Schau das Bild unten an. Oder du schaust nach oben oder nach unten. Oder du denkst jetzt, was ist hinter mir? Dann stellst du dir vor, was hinter dir, ha, innen. Das ist immer in dir drin. Ich sitze hier, dann gehe ich da, dann sitze ich da. Aber immer. Ich sitze hier. Schon wieder eine Verwechslung mit dem Körper. Genau, ja, ja, ja. Geist sitzt nicht irgendwo, er ist. Nein. Etwas ist immer, was bleibt. Na, was ist dieses Etwas, was wir immer übersehen, weil wir nur in. Etwas, das müssen wir jetzt rot schreiben. Etwas ist im Meer. El Hayom. Gott das Meer. Das mir uns jetzt natürlich auch wieder aufgespannt vorstellen. Ich sage, genau genommen ist es nur ein Punkt. Dieses Etwas ist das, was man Bewusstsein nennt oder Geist nennt. Physikalisch Licht genannt, beziehungsweise Energie genannt. Das ist immer. Interessiert sind an der Form des Jetzt. Und wir haben in der Esse an der Form des Jetzt. In der Esse heißt inneres Sein. Aber der normale Mensch ist nur interessiert an dem, was sein Programm hergibt. Aber nicht an vollkommen neuen Sachen. Man ist ja nur bestrebt, ständig immer den eigenen Glauben zu verteidigen, den eigenen Körper möglichst lange, mit dem man sich verwechselt, am Leben zu halten. Das ist die Gefängniszelle, in die du dich selber mit dieser Logik einsperrst. Deshalb glauben, dass es gäbe tausende von Momenten an jedem Tag, wenn es doch immer nur dieser eine Moment ist. Da ist also etwas, was wir immer übersehen. Da ist etwas, das ist der Geist selber und der macht ein über sich drüber, fängt er an zu sehen, obwohl er eigentlich alles in sich sieht. Alles, was du siehst, ist in dir drin, das ist deine Information. Und die Information, wenn ich jetzt die Form, wo ich auch gesagt habe, baut auf deinen Charakter, es ist ein Gepräge. Das ist das Gepräge, das du deiner eigenen geistigen Oberfläche gibst. Wenn ich immer sage, die 200 Gramm rote Gnede, die ihre Form verändert, die wird zu einer Tasse, die wird zu einem Tisch, zu einem Baum, zu Autos, die wird zu einem Körper, egal was du gerade denkst. Aber das ist ein ständiger Wechsel von Informationen im Jetzt. Und die kommen creatio ex nihilo aus dir selbst. Da taucht was auf, ohne dass was auftaucht, weil wir plus minus immer gleichzeitig haben. Auf der Suche nach uns selbst. Das ist etwas, was du nie finden wirst. Das, was du bist, kannst du nicht sein, sein jetzt in Form von Existenz. Du kannst es aber auch nicht sein, weil du bist es schon. Da muss man, das funktioniert erst, wenn du weißt, was der Unterschied zwischen rotem Sein und blauem Sein ist. Blaues Sein ist Existieren. Aber du bist nichts Existierendes. Das Meer, dieser einfache Satz, das Meer ist alle Wellen, die es aufschmeißt, aber nicht eine bestimmte davon. Nach Erfüllung in der Zukunft. Und das, was wir immer übersehen, ist die Tiefendimension des jetzigen Momentes. Das, was wir im Meer übersehen, ist die Tiefendimension. Wie würdest du das jetzt auslegen? Das Übersehen ja. Und die tiefen Dimensionen. Pass auf, das ist dasselbe Spiel, was ich gerade gesagt habe. Du schaust jetzt mal ganz normal vor dich hin und schaust, was vor dir ist. Das ist jetzt in der Regel dieser Monitor mit dem statischen Bild. Das ist eine Vorstellung. Das ist jetzt auf deiner VR-Brille, weil du das sinnlich wahrnimmst. Du kannst dir jetzt denken, was hinter dir ist. Sage ich immer wieder, die Quintessenz in dir selber. Wir haben ja jetzt in dem Moment, wo du dir denkst, was hinter dir ist, hast du eine Vorstellung von dem, was hinter dir ist. Das ist du musst es immer vor dich hinstellen oder dir ausdenken. Und das, was du dir jetzt vorstellst, was hinter dir ist, ist in dir drin. Das weißt du ja, du siehst es ja noch nicht auf der Farbbrille. Genau. Und jetzt tausche einfach aus die Worte vor mir und hinter mir mit über mir und unter mir. Ich kann mir
Ja. Wenn ich jetzt über mich drüber schaue, habe ich eine Vorstellung von über mir. Das ist das, was ich mir überlege. Das sind meine Gedankenwellen, die in mir auftauchen. Kann ich mir aber vorstellen, wo kommen die her? Das ist die geistige Tiefe. Das ist jetzt eigentlich im Computermetapher, würde ich sagen, was auf dem Bildschirm ist, ist das, was über mir oder was vorgestellt ist. Und die Tiefenebene ist jetzt erst einmal der Arbeitsspeicher. Das ist die geistige Tiefe. Aber wo kommt es her in den Arbeitsspeicher? Was im Arbeitsspeicher ist, noch tiefer ist deine Festplatte und noch tiefer ist dann das Internet selber, was sich mit Gott symbolisiert, den Speicher allen Wissens. Mal ganz kurz nochmal anhören, pass auf. In der Zukunft gibt es nicht, nur jetzt. Und das, was wir immer übersehen, ist die Tiefendimension des jetzigen Momentes. In dem befindet sich nämlich alles, in der Tiefendimension. Im Arbeitsspeicher befindet sich noch nicht alles. Nächste tiefere Stufe in der Festplatte, die wir uns jetzt uns ausdenken, ist mehr, aber noch nicht alles. Und in diesem symbolischen Internet, in diesem großen Kontinuum, das man jetzt Gott nennt, die Kollektion aller Kollektionen, da befindet sich alles. Aber alles als Kontinuum, als lückenloser Zusammenhang, als Einheit. Das heißt, die Oberfläche unserer 200 Gramm rote Gnede, wenn wir die jetzt als Klumpen oder Kugel vorstellen, sind alle Formen drin, die entfalten sich aus dem Inneren nach außen. Und außen haben wir dann die Unterschiede. Und im Inneren ist die Einheit, das jetzt als Tiefendimension gesehen wird. Die geistige Tiefe ist nicht irgendwo räumlich um dich herum, sondern du musst immer mehr in das Zentrum, in das All, in das Nichts reingehen, bis du zu diesem absoluten Mittelpunkt kommst, mit L-Punkt. Das ist El Hayom. Untrennbar mit der tiefen Dimension der inneren Stille. So, und jetzt geht's natürlich los. Die wollen sich ja alle in die Stille meditieren. Was bedeutet eigentlich das Wort Stille? Und da schauen wir jetzt ganz einfach mal nach. Das ist übrigens hier mit der Form, das ist immer dieses ein vorgeformtes Modell, das dazu dient, einer Masse, ein Stoff, eine gewünschte Gestalt. Das ist alles raumzeitliche Vorstellungen in der Form. Aber wir machen mal die Stille. Wo meinst du, wo das Wort Stille herkommt? Hast du Ahnung? Du wirst dich wundern. Das kommt von Hinstellen, von Stehen, von unbeweglich. Diese raumzeitlichen Auslegungen, die muss man überwunden haben. Ein Zustand des Ungestörtseins. Eine äußere, durch keinen Lärm gestörte Ruhe. Schau mal das Wort äußere an. Es gibt keine äußere Ruhe. Was du dir ausdenkst, ist immer in Bewegung. Das sind Gedankenwellen. Und du weißt, wenn ich oft sage, ist jetzt schön still, dann spannst du eine Welle auf, die aus Lärm und Ruhe besteht. Und da haben wir unsere Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das Äußere ist immer eine Beschwörung. AU, scharfes S, die Beschwörungskunst der Totengeister, das ist der große Zauber, die Geburt einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird. Und jetzt haben wir ja in dieser Erre, da wird es jetzt ganz interessant, schau. Wir haben nämlich R heißt ja erweckt, eine erweckte Wahrnehmung. Und jetzt schauen wir, was das heißt. Das ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Eus, immer das scharfe S zum Beta machen. Du fängst an, etwas auszugießen, ausgießen, ausleeren, entblößen. Da kommen wir jetzt dann gleich mit bloß. Bloß ist ganz wichtig. Was bedeutet bloß? Das Entblößen, das Umgießen, den ständiges Umgießen. Und dann heißt es hier noch verbinden. Das ist genau genommen, ist es der Piel. Weißt du noch, was der Piel ist? Das ist eine Verbform. Schauen wir uns ganz kurz an. Schalte ich jetzt extra nochmal ein. Holofeeling Elementargrammatik. Das Grundform, das ist der sogenannte Baal oder Boal ausgesprochen, je nachdem welche Aussprache. Er tut, er macht, er wirkt. Es ist eigentlich immer schon dritte Person in der Grundform drin, ohne dass man es dazu schreibt. Der Piel, das wird jetzt Paul oder Paul ausgesprochen. Wenn ich jetzt das Piel ausspreche, intensivieren, bewusst im Geist tun, machen, wirken. Jetzt schau her. Wir haben hier verbinden. Diese Radix heißt im Piel gelesen.
heißt es verbinden, sich verwurzeln wieder, sich verwurzeln mit dem letzten Endes, wo man herkommt. Mit dem, was man selbst ist. Ja. Ansonsten, wir sind immer noch bei dem Wort äußere, erre. Das Ausgießen, das Ausleeren von etwas. Natürlich ist es ein, ich sage, eine Welle wird ausgestoßen. Das führt uns zu den Entblößen. Aber jetzt ist wieder die Frage, was ist bloß? Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Die Blöße. Da steckt irgendwie, klingt es schon nach, ich löse. Was drin ist, was muss drin sein. Das ist die Nacktheit. Sich blamieren, eine Schwäche, baumlose Stelle im Wald. Die Nacktheit. Und jetzt lass dich mal überraschen. Wir machen das auch mit einem Waff dazwischen, okay? Jetzt hast du die Haut, die wahrgenommenen Zeichen, längst auseinandergeschmissene Generation, geöffnete Berechnung, blenden, blind machen, blind sein. Das ist einmal das Erste. Die Aufdeckung, die Entblößung, entblößt sein, nackt, ausgesetzt. Es ist letzten Endes, musst du dir vorstellen, wir kommen übrigens, schau, jetzt kommt die Nacht, das ist mit J geschrieben, dann wieder unser R, als aufgespannte Gestaltwährung. Ja. Unbekleidet, das ist der Erleuchtungszustand. Ja. Du musst jetzt zweimal denken, die Blöße, die Nacktheit, ein Akt ist im Kind. Im Kind ist eigentlich nichts. Das heißt dann auch ihr Heimatort. Wenn du in deinem Heimatort bist, bist du nicht mehr angezogen. Kannst du folgen? Ja, keine Geschichten. Ist nichts mehr drin. Infektion, das ist diese nicht. Radix, siehst du? Ja. Das ist diese Radix, immer 70-200, einmal mit einem Waff dazwischen, einmal, das ist dieses Spiel, augenblickliche intellektuelle Berechnung des Meeres. Wenn ich es jetzt blau lese. Jetzt ganz kurz anschauen. Wenn wir es rot lesen, ist es die Quelle, die geistige Quelle ist Gott, das Gotteskind, das J, und das ist der Kopf, unser Rei ist das Meer. Glaubert es dann augenblicklich Intellekt wird zu einer rationalen Gestaltwerdung. Das ist immer dieses Spiel zwischen diesen zwei Seiten. Ich sage Tiefendimension, denn was wir verwechseln mit dem jetzigen Moment, ist die Form des jetzigen Momentes. Das ist die Oberfläche des Seins. Was wir wahrnehmen, sind die... Es eins. Das Bewusstsein ist eins. Hebräisch Ein heißt, das Bewusstsein ist nicht existierend. Das ist dieser Mittelpunkt, der du selbst bist, der träumende Geist. Dieses Nihil, dieses Nichts, aus dem alles entspringt. Und die Oberfläche des Seins, das ist deine Information. Das ist die Form der 200 Gramm roten Niere. Die Formen der Welt... Das ist die Oberfläche des Seins. Die Welt nochmal ist der polare Rand, Brandopfer. Du musst von Augenblick zu Augenblick jeden Gedanken opfern, um an neuen Gedanken denken zu können. Aber es wird dabei eigentlich nichts zerstört. Es fällt bloß wieder eine Welle zusammen, die als Ding an sich eigentlich eh schon immer gleich ist. Eins. Und die Oberfläche des Seins, alle Formen, sind in ständiger Wandlung begriffen. Werden geboren und lösen sich wieder auf, ständig. Wie schon der alte griechische Philosoph sagte, Panterei, alles fließt. Das ist natürlich, das Panterei ist natürlich ganz wichtig, weil unser Rei, schaut es jetzt zum Beispiel Panda, das kommt Panthe, das heißt überall, über Gott, auf all, auf alle N auseinandergeschmissene Existenzen sind die Seiten. Da musst du jetzt erst einmal die 16 Seiten wissen. Auf allen Seiten.
Was natürlich ganz schön ist, dass das genau genommen auf all, das heißt auf dem Nichts, auf Gott, diese Le'en, diese auseinandergeschlossenen Seiten werden ins Geviert gestellt. Das ist unser Dreieck. Fragen? Sehr viel Zufall auf einmal. Das ist unser Tetraederspiegel. Und zwar rundherum, wenn du das mittlere Licht bist, wir machen natürlich jetzt eins nach außen mit den vier um uns herum, eigentlich ist es 1/4, das habe ich so oft erklärt. Das heißt, Panthe, Panda, und jetzt brauchen wir den Reih, schauen wir uns auch noch an. Die Grundform, das Fließende, der Fluss. Das ist das hebräische Wort für Fließen. Wir würden das natürlich jetzt hier mit A, Rei, das ist praktisch übrigens lieben. Die Facetten lieben. Mhm. F, lieben, scharfes S wieder besser machen. Mhm. Das Wissen, das in ihnen auftaucht. Das sind jetzt rot geschriebene Facetten, sind meine Geistesfunktionen. Sie lieben ihr Wissen und das Wissen der anderen. Es ist letztendlich nur ein Wissen. Du bist im der Mehrzahl. Plural ist die Mehrzahl. Immer in der Mehrzahl. Es gibt kein Berg ohne ein Dal. Es gibt kein oben oder unten. Du brauchst eine Vielheit. Zumindest brauchst du zwei, sonst siehst du nichts. Du setzt das Fließende, das Rei, der Rai ist ein abstraktes, der Kopf des Schöpfergottes ist nichts. Der ist ja El Hayom. Kannst folgen, was ich sage? Ja. Der wird dann zwangsläufig, wird der durch dieses Rei, durch die Spiegelungen in sich selber, wird er zu einer Mehrzahl. Wobei natürlich die Zahl selber beginnt schon wieder mit ZA, die Geburt einer Schöpfung. Das heißt, hinaus, stell was hinaus, das passiert übrigens in unseren, die Generation in einem Eck, das ist unser D-Reieck, okay, und das wird dann zu wahrgenommenen Licht, das sind die Lichter, der mittlerste Licht selber, die Lampe im Projektor siehst du ja nicht, und das war ZAHL, das wahrgenommene Licht, das heißt, jetzt siehe da, schaust dir an. Physikalisches Licht in der Matrix, in der Traumwelt. Alles ist im Fluss des Werdens und Vergehens begriffen. Erinner dich, wo ich gesagt habe, wenn wir die Viererstrukturen anschauen. Hier, Dalet. Dalet ist ja die Öffnung. Das ist das erste Mal im Geist geschlossen, an der geistigen Oberfläche geöffnet. Sobald sich was öffnet, ich sage immer, wie wenn ein Spot auseinanderfliegt. Darum sind immer die Zahlenwerte 4, 40, 400. Schau, wenn du darüber gehst, die 4, diese Öffnung, geschlossen ist der Totalwert, äußere Wert ist 4, Atbasch gespiegelt wird jetzt zu einer Affinität. Darum ist der vollende Wert der 3 in der Mitte, Hüben 3, D-Rei, immer dran denken, dieses D-Rei heißt 4 Spiegel. In der Mitte ist der Geist, die Synthese, 4 Spiegel hüben, 4 Spiegel drüben. Da gehe ich immer nur ganz leicht drauf ein. Das ist eine Struktur einer Matrix. Immer dran denken, wir reden hier nicht von irgendwelcher Religion oder Esoterik oder so ein Kack. Wenn die 4, 40, 400, die Nullen kannst du prinzipiell immer wegstreichen. Das gibt es in der Kabbala, ist dieses Prinzip bekannt. Die 40 nenne ich jetzt erst einmal Gestaltwährung, das Mem. Ja. Einzeln. Das ist ein Auseinanderfließen. Und da steckt das Wort Fließen schon mit drin. Sobald eine Gestaltwertung da ist, muss der Punkt auseinanderfließen. Da steckt das Wort Fliese mit drin und eine Fliese ist eine Quadratfläche. Ja. Okay? Ja. Und dann wird es zu einer Erscheinung. Und jetzt haben wir hier dieses DM, das haben wir im Adam. Jetzt hast du im Adam A, der Schöpfer. Die 1 ist ja normal nicht da. Dann kriegst du B, Lut in einer Hülle stecken. Lut ist ja Lot. Wir machen den nochmal ganz kurz. Das ist es, Lot, Lut. Interessant, das Licht wird zu einer aufgespannten Spiegelung.
Und jetzt kriegst du ballare Öffnungen und das in die Ecken. Und das hüllt dich jetzt ein. Das ist ein Schleier. Du wirst eingehüllt, bedeckt. Ja. Und darum ist das die Schulöffnung. In dieser Hülle, wenn du in der Hülle steckst, kriegst du eine Schulöffnung. Schuld. Die alleine hin ist übrigens die Grundlage des Gebären. Ein Schwa. Du kannst das U ja als W ja. setzen. Ja. Logisch ausgespanntes Gebären. Mhm. Das Ganze sind Fakten, weil das, dieses Belut, der in der Hülle steckend ist, derjenige, der das jetzt tut. Das ist die dort. Mhm. Der selbst im Hintergrund, ich sage immer, der Beobachter als Ding an sich, ist immer schweigend und still. Sobald du dir definitiv jetzt vorstellst, das ist übrigens, schau, äußere Wert 44. Die 44 ist doch Illet auf Hebräisch. Ja. Illet ist das Kind. Aber steckt es nicht in einer Hülle? So, wir haben dieses DM und dann haben wir das MD und sobald du in einer Hülle steckst, wirst du praktisch ein Toter. Du wirst SD-Erben. Raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Das ist die Hülle, in der du drin steckst. Du selbst, immer Atbasch ist gespiegelt, du bist nichts, du bist Ei, der Schöpfergott. Ja. Das ist erscheinende Gestaltwerdung, 440. Du merkst, es hängt immer lückenloser zusammen, sobald man die Grundlagen hat. Es ist wie Programmieren lernen. Bloß dieses Programm, wenn du das verstehst, kannst du deine Traumwelt, diese Realität komplett verändern. Aber nur als Geist, nicht als Figur. Stirb und werde. Stirb und jede Form, die kleinste vom Grashalm oder von der Mikrobe bis zur Sonne oder einer Galaxie, sind alles Formen. Formen, die das Leben... Das sind Charaktereigenschaften deines Schwamminhalts. Das ist eingeprägt in deinem Programm und das stellst du jetzt nach außen als Vorstellung. Zeitweise annimmt. Zeitweise. Zeit ist immer ein Zeitpunkt. Jeder Moment, denk einfach immer wieder an den Film, an die Einzelbilder. Ja. Immer nur für einen kleinen Moment ist es da und tauscht sich mit dem nächsten Bild und zwar schlagartig. Drum ist Licht gequantelt in der Physik. Max Quant. Planck. Das eine Leben, die eine Intelligenz, das eine Bewusstsein, welchem alles zugrunde liegt. Das bist du selbst. Zumindest nicht alles, aber deine Traumwelt. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du selbst. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du erlebst? Egal, ob du das jetzt nur selbst gedacht oder unbewusst ausgedacht, als sinnlich wahrgenommene Information erlebt, ist es genauso ausgedacht als träumender Geist. Wer ist es, der das alles erlebt? Du selbst. Du ist natürlich jetzt was ganz was anderes, wie das, was du bisher zu sein geglaubt hast. Das ist nur ein Gedanke von dir. Eine vergängliche, existierende Erscheinung. Die du mit aller Gewalt versuchst, am Leben zu halten, weil du dich damit verwechselst und das ist, damit sperrst du dich in diese Gefängniszelle ein. Und du wirst bis in alle Ewigkeit nicht wach werden. Das Spiel endet nicht mit deinem jetzt in die Zukunft gedachten Tod. Immer dran denken, morgen um 10 Uhr kannst du kein Glas Wasser trinken. Es passiert nichts morgen. Es passiert nichts in 5 Minuten. Was passiert? Die Passion, die Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte, das zieht hier und jetzt an dir vorüber, aber jetzt denkt man schon wieder von der Vergangenheit in die Zukunft. Nein, es kommt von unten nach oben, es fängt zu existieren und mit dem nächsten Gedanken, Evolution, Revolution, fällt es wieder in dich rein. Tanzt den Tanz der Formen um uns herum. Nein, nur in dir. Ja, da sind so viele Fehler drin, ne? Jetzt merkst du, wie da Fehler drin sind und genau deshalb haben wir uns das jetzt ein wenig genauer angehört. Es stimmt alles, aber es ist extrem unpräzise ausgedrückt. Unpräzise, ganz genau. Wenn ich jetzt immer wieder sage, ich sage jetzt, ich denke mir jetzt an Eckhart Tolle aus, den denke ich mir, das ist eine Kiste, den denke ich mir als Mystiker, aber noch als menschlichen Mystiker. Weil da die Vordersprache so ungenau ist. Ja. Das ist wie wenn ich auch an Karl Renz sage. Ich sage, das Elementare hat er verstanden, aber von dem wirklichen Prinzip, das Einzige, was er Karl Renz
den spreche ich jetzt zu, dass er begriffen hat, was er selbst ist, dieses absolute Nichts. Ich spreche das an Eckhart Tolle zu. Aber Figuren, denen ich was zuspreche, sind wie Kisten, die ich mir ausdenke, wo ich mich hineindenke. Die Kiste selber weiß es nicht. Ja. Es weiß nur der Geist, der wir sind. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Ist diese Toleranz da? Wenn du auf der Ebene der Figuren bist, in der Cyberspace warst, teste zuerst an, wenn du mit Figuren aufeinander triffst, ob die eine Verbindung haben zu diesen inneren Kern, ob hinter der Persona, hinter der Maske ein Geistesfunken steckt. Es ist hundertprozentig kein Geistesfunken oder ein extrem unreifer Geistesfunken, wenn eine einseitige Rechthaberei da ist. Umso mehr einer neugierig wird, das heißt, sobald jemand in dir auftaucht, oder ich setze mal dich selbst, du hast geistige Reife, dass in dem Moment, wo irgendeine Figur in deinem Traum auftaucht und die irgendwas behauptet, wo du als total falsch und verkehrt ansiehst, genau da musst du jetzt neugierig drauf werden, weil dieses Programm, die Figur ist ja nur programmgesteuert, dieses Programm weiß offensichtlich, oder ich sage mal, bringt, fördert Wissenselemente aus dir, du bist der träumende Geist, ans Tageslicht, von denen du bisher überhaupt noch nichts weißt. Darum solltest du dich nicht immer mehr vermauern in deiner einseitigen Vorstellung, sondern du sollst dir genau die Sichtweisen, die dir falsch und verkehrt erscheinen, die sollst du dir zu eigen machen. Mit denen sollst du dich jetzt neu auseinandersetzen. Das war's schon. Und jetzt machen wir da einen kleinen Sprung noch rein, weil ich das gerade offen habe. Das ist dieses Außer-HL, da haben wir schon wieder AUB, das erweckte Gott, HL, halb erweckt. Da haben wir das Leb hinten dran. Wir können auch das Leben, Leb, das Herz, HRS, die Erde. Die Erde ist, das erweckte Wissen ist außer dir. Wenn ich jetzt hier dieses H machen wir als Vokal weg und dann kann man halb, können wir ja als so lesen. Das Herz, die Empfindung, die Stimmung, die Gesinnung in der Mitte. Weil das ist jetzt wichtig. Das Wissen, das innere Wissen, immer, da steckt immer noch das Innere mit drin. Denken ist ja unser Urteil und das Fundament, das, was wir uns überlegen, aber das Wissen basiert, spitzt sich immer in deinem Inneren ab. Jetzt schauen wir mal, was da die Naturwissenschaft dazu sagt. Gibt es eine Realität außerhalb unserer Wahrnehmung? Es gibt weder eine Realität außerhalb deiner Wahrnehmung, wo wir jetzt Realität als materielle Welt ansehen, noch gibt es eine Realität innerhalb deiner Wahrnehmung. Du denkst jetzt einfach dieses kleine Auge. Das ist der Punkt in unserer Kamera Obscura. Das ist dieser Mittelpunkt. Das ist natürlich jetzt ein ausgedachtes Auge. Eigentlich müssen wir den Mittelpunkt hier hinter das Auge setzen. Die Weltanschauung der sogenannten Solipsisten, welche der Auffassung sind, dass außerhalb unseres Bewusstseins nichts existiert, kann man weder beweisen noch widerlegen. Der Großteil der Wissenschaft ist jedoch überzeugt, dass die Welt außerhalb unserer Köpfe existiert. Aber es sind Überzeugen, Überlegen, die Zeugen das, was sie sich selber überlegen. Das ist etwas, dass die Dinge, die du dir ausdenkst, die du als Information vorliegen hast, dass die auch dann da außen sind, wenn du nicht dran denkst, das ist reiner blinder Glaube. Es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Aber auch, dass diese Realität wenig mit unserer Wahrnehmung davon zu tun hat. Jetzt haben wir die Kamera Obscura. Der Kopf ist die Kiste, jetzt eine räumlich ausgedachte Kiste. Das symbolisiert jetzt praktisch das Bild in der Kamera und das Bild außen. Und man meint, die Sachen sind da außen und die gehen nach innen und dann siehst du das innen. Und ich sage, das, was du jetzt innen siehst, projizierst du nach außen. Wie sieht es aus, wenn du eine VR-Brille aufhast? Dann ist hier Schluss. Ja. Okay? Ja. Was jetzt aber wichtig ist, dass das Innerhalb nicht dieses absolute Innerhalb ist, nicht dieser Punkt ist, in dem sich alles befindet. Das ist eine Welle. Das ist nur gespiegelt innen und außen. Vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Okay. Wie sieht die Welt außerhalb unserer Wahrnehmung aus? Das Problem liegt schon in der Fragestellung. Sehen ist ein Kanal, mit dem der Mensch Informationen aufnehmen kann. Wenn wir von einer objektiven Darstellung reden, können wir nicht mehr von Aussehen sprechen. Beim Prozess des Sehens fallen elektromagnetische Wellen. Das ist schon das große Problem.
Das ist die allergrößte Falle, dieser naturwissenschaftliche Trugschluss. Das ist die Petitio Principi, wo alle auf den Leim gegangen sind. Genau. Der Bruch des zweiten Gebotes. Selbst wenn du hier sagst, da kommen irgendwelche Wellen rein, die übrigens noch nie irgendjemand gesehen hat, elektromagnetische Wellen, es ist Sachen, die plapperst du nach und es baut Vorstellungen auf, es sind logische Konstrukte, die dich in dem Gefängnis festhalten. Mhm. Haben natürlich eine tiefe symbolische Aussagekraft, wenn man über die Sprache geht, entschlüsselt sich diese Metaphern, entschlüsseln sich mit der Vordersprache komplett in einen Reintext. Mit unterschiedlichen Wellenlängen in unser Auge. Das Gehirn entscheidet, diese Wellenlänge empfinden wir als rot, diese als... Das Gehirn entscheidet, das sind alles ausgedachte Dinge. Alles, was du dir ausdenkst, existiert nur in dem Moment, wo du es denkst. Und es wird genau so sein und funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Ein ganz einfacher Satz. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist hundertprozentig sicher. Das, was hier behauptet wird, ist geistlos rezitiertes Wissen aus der Schule. Hätte man die in der Schule erklärt, dass die Welt der Scheibe ist und es wäre gekommen, dass die Welt der Kugel ist, wäre es ein Verschwörungstheoretiker, weil du dann tausend Beweise hast, dass das nicht stimmen kann, weil es nicht kompatibel ist mit deiner momentanen Logik, weil deine Logik fehlerhaft ist. Hm. Umgekehrt genauso. Wenn jetzt wieder welche kommen, die sagen, die Welt ist doch eine Scheibe, dann ist es wieder unlogisch, obwohl die sehr, sehr viele Argumente bringen, dafür, dagegen. Es ist dieser ständige Streit, diese Diskussion um Standpunkte. Hm. Kategorie 2. Es ist immer Selbstentheiligung, wenn du bei widersprüchlichen Aussagen meinst, eine ist richtiger wie die andere. Ja. Das ist es, das ein Beispiel. Wenn du die höhere Ebene kennst, ja, wirst du zuerst einmal feststellen, dass egal, was einer behauptet, er recht hat, aber nur ein bisschen. Mhm. Blau und diese als gelb. Farben existieren somit nur in unserem Körper. Das haben wir so oft gehabt, das sind die Zäpfchen, sind die Rot-Grün-Blau-Triplets auf der VR-Brille. Mhm. Wir spiegeln das bloß. Die einen sagen, Wissenschaft sagt, da kommen von außen elektromagnetische Strahlen mit gewissen Wellenlängen, die dann von diesen Zäpfchen zu elektrochemischen Signalen ans Gehirn weitergeleitet wird. Ich sage dir jetzt, das ist ein symbolisches Computerprogramm, das letztendlich hier diese kleinen Lämpchen auf der VR-Brille in deinem Augen. Darum ist das Auge auch die Quelle. Mhm. Und dieser Wellenlängenbereich... Die Quelle für deine Außenweltvorstellung. Sinnlich wahrgenommen. Es ist aber nie da außen. Dem wir Farben zuordnen, ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Damit ist das große Problem. Ein Riesengemisch, die hier alle reinfallen. Ja. Das ist dasselbe, was ich immer wieder sage, mit Schallwellen. Du wirst mit so einem riesen, angeblich riesen Gemisch von Schallwellen, die phasenverschoben sind, konfrontiert an deinen Trommelfellen mit den Mikrofonen. Ich spreche ganz leicht an, denk an die Analogplatte mit der Fourier-Transformation. Da gehe ich jetzt nicht so weit, dass ich sage, wenn du hier mit einer hochwertigen Hi-Fi-Anlage Analogplattenspieler laufen hast und du hörst dir ein wunderschönes Orchesterstück an, hörst du jedes Instrument einzeln. Für sich selber diskret, je nachdem natürlich, wie du dich in deinem Geist fokussierst. Und ich kann dir ganz klar beweisen, dass diese ganzen Feinheiten gar nicht auf der Platte drauf sind. Kleine Geschichte dazu. Der Martin von der Elge, der ist doch Toningenieur. Mhm. Erinnerst dich noch? Der hat auch 4 Jahre als Toningenieur gearbeitet. Ja. Und wie ich dieses Selbstgespräch, wo ich das erste Mal erwähne, ist er gleich zu sich. Der hat ein kleines Privatstudio im Keller unten, ist er runtergelaufen. Der ist ja jetzt umgezogen, der hat jetzt ein eigenes Haus. Mhm. Da hat er sich ein schönes kleines Studio eingerichtet. Und dann ist er gleich runtergelaufen und hat gleich Lupe in die Hand genommen und sagt, das stimmt, es ist der absolute Wahnsinn. Er hat das Stück laufen lassen an der Platte und schaut sich das an, so ein Crescendo. Und er sagt, da ist wirklich nichts drauf. Interessant ist, wenn du eine kleine Triangel schlagen hast, ne? Mhm. So einen ganz kleinen, mach mal, wenn du auf die Dinge schaust, so eine ganz kleine, ja, so schnelle Welle. Mhm. Wenn du nur so eine kleine Triangel hast, die siehst du, wenn die einzeln ist. In dem Moment, wo ein ganzer Orchester-Crescendo ist, wo auch eine Triangel zu hören ist, ganz kristallklar, und du schaust dir das an, fällt an dieser Stelle, das kannst du dann mit dem Plattenspieler hindrehen, fällt diese feine Schwingung vollkommen, das ist nur nahezu ein gerader Strich auf der Platte. Das sind also die Schwingungen jetzt ausgedachterweise mechanisch betrachtet, die sind auf der Platte gar nicht drauf. Wieso höre ich dann die Triangel? So viele im Führerscheinprüfungsbogen. Das ist das, wo ich sage, wenn du willst, ich zeige dir so viele Fehler in dieser Physik, wenn man wirklich nicht in dem Dogma drin hängt, der Welt der Vorstellungen, sondern wirklich schaut, was ist jetzt da. Mhm.
Spektrum der elektromagnetischen Wellen, die in unser Auge fallen. Das sind alles logische Konstrukte, dir muss eins klar sein, das sind Dinge, die kannst du nicht entdecken, genauso wenig wie Wassermoleküle. Und du lernst, dass der und der das entdeckt hat. Keiner fragt sich, wie hat er das eigentlich gemacht? Dann hast du oft Erklärungsmodelle, wie hat man die Lichtgeschwindigkeit gemessen, bin ich so darauf eingegangen mit Fitzjoe, dass natürlich die Formel, die er benutzt, um das mit seinem Zahnrad auszurechnen, wie schnell das Licht ist, dass da genau der Adam, die Formel, dass das Formeln sind aus der hebräischen Bibel, hebräische Eigennamen, kannst du einsetzen, wenn du die Zahlen in Worte umsetzt, dann beginnen die Worte, genauso wie die ganzen Grundkonstanten der Physik. Wir sind so veranlagt, dass wir den restlichen Teil nicht sehen. Die visuelle Wahrnehmung ist somit nur zu einem Teil die Aufnahme optischer Reize. Ja, jetzt haben wir eigentlich hier schon das Außen, das Innen und das hier, was hier dargestellt ist, es spielt sich eigentlich nur in dem Punkt zwischen Innen und Außen ab. In dem Mittelpunkt, wenn ich es immer so mache, zwischen Innen und Außen, in der Kamera obscura. Reize. Es ist vor allem die Verarbeitung dieser in eine für uns nützliche Form. So sieht wohl unsere Galaxie aus. In diesem Bild nehmen wir einen unglaublich kleinen Teil ein. Und trotzdem hat der Mensch... Was siehst du jetzt? Merkst du jetzt, ihr Menschen, ihr seht laufend Sachen, ihr seht eure Vorstellungen, aber nicht mehr das, was da ist. Jetzt ist bloß ein Monitor da. Ja, ja. Und alles, was man dir jetzt erzählt, was das bedeutet, ist einfach nur nachgeplappert, weil das nicht da ist. Das erschaffst du selbst. Mensch, die volle Gewalt über dieses Bild. Stirbt er aus, stirbt das hier mit ihm. Denn in einer Welt ohne Menschen kann nichts mehr aussehen. Zumindest das, was wir da... In einer Welt ohne Menschen kann nichts mehr aussehen. Jetzt musst du wissen, zuerst einmal, was löst das Wort Mensch für eine Vorstellung in dir aus? Wenn du jetzt an sterbliche Säugetiere, an Trockennasenaffen denkst, die sind etwas nach außen gesehenes. Mhm. Genau. Die Menschen, die du jetzt denkst, sind in deinem Kopf rot geschrieben, Rei. Kopf des Schöpfergottes, nicht in dem ausgedachten Kopf. Der ist auch schon wieder was Ausgedachtes. Mhm. Der Mensch, nur mal genau, hör genau zu. Stirbt er aus, stirbt das hier mit ihm. Denn in einer Welt ohne Menschen kann nichts mehr aussehen. Wenn kein Mensch, kein Adam da ist, gibt es auch keine Eva. Auch, ja. Ohne Mensch gibt es keine Welt, die nach außen gesehen wird. Ja. Aber Adam ist Geist, das ist ein Gotteskind. Die nach außen gedachten Menschen, wo du meinst, die können etwas sehen, das sind jetzt hundertprozentig sicher nur Gedanken, bis auf einen, der vom Computer sitzt. Aber war der jetzt die ganze Zeit da, während du aufmerksam zugehört hast? Jetzt haben wir wieder das Spiel. Auch nur ein Gedanke. Ich fange jetzt nicht nochmal an, dass ich sage, sobald du an deinen Körper denkst, ist sofort das Gefühl da. Und wenn du dich jetzt fragst, war ich die ganze Zeit da gesessen, dann wird komplett das Gefühl sich in dir aufbauen, dass die Vergangenheit, die du jetzt denkst, dass du ja da gesessen bist, das denkst du aber jetzt. Mhm. In der Vergangenheit war nichts. Mhm. Zumindest das, was wir darunter verstehen. So ist das auch mit den anderen Sinnen. Geräusche existieren nur in unseren Köpfen. Schallwellen lassen unser Trommel... Das ist immer wieder dasselbe Spiel, wo ich gerade gesagt habe, das ist ein simples Prinzip, wo jetzt übertragen wird. Trommelfell hin und her schwingen und je nachdem, wie schnell es schwingt, kreiert das Gehirn für uns ein Geräusch mit einer gewissen Tonhöhe. Doch was... Das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn du jetzt hier in der Wohnung rumläufst, von wo nach wo läufst du eigentlich, wenn du wirklich Geist bist? Du tauschst nur Bilder in dir aus. Vorstellungen. Ein träumender Geist bewegt sich nicht von A nach B. Und wenn du jetzt Einstein studierst, da haben wir einen Runenbeobachter und einen bewegten Beobachter. Beides ist was Ausgedachtes. Dann kann ich mir Orte ausdenken, die ich mir woanders hindenke. Jetzt könnte ich wieder sagen, ich denke mir jetzt Wien aus und ich denke mir Zürich aus und ich denke mir nach Wien den Redo und nach Zürich denke ich mir die Diana, umgekehrt nach Wien denke ich mir die Diana und nach Zürich denke ich mir ein Redo. Die sind jetzt hier und jetzt in meinem Kopf hundertprozentig sicher hier und jetzt nur ein Gedanke. Und jetzt denke ich mir, der Redo fliegt zur Diana. Dann fliegt er jetzt los, wenn ich das denke, dass er losfliegt. Und er wird jetzt, wenn ich denke, dass er ankommt, wird er ankommen. Und jetzt denke ich mir, weil ich mir ja vor mir ein Fenster aufspanne, diesen Vorgang, das aber letztendlich sich immer nur in dem Kopf abspielt. Im Jetzt, im absoluten Jetzt. Was ist nun mit unserer physikalischen Beschreibung? Sind Dinge wie elektromagnetische Wellen nun objektiv existent?
Nein, Wellen sind ein Konstrukt der Physik. Das ist übrigens das Problem, die klassische Zeichnung, du hast eine Longitudinalwelle und Licht ist eine Transversalwelle. Das ist das, was der jetzt erklärt. Die Darstellung, das steht im 90-Grad-Winkel aufeinander. Aber die ist eigentlich verkehrt, weil man es immer noch auseinanderreißt. Das ist diese drei Drehungen, wo ich immer wieder sage, die erste Drehung, zweite Drehung und die dritte Drehung ist, dass du dich drüber hebst und dann schaust du auf den Spiegel drauf und dann wirst du feststellen, das befindet sich alles in einem Punkt. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber wieder sind sie nur eine Beschreibung für ein natürliches Phänomen. Es ist eine Beschreibung, das ist ein Oxymoron, wo er sagt, ein Widerspruch in sich selber. Sie sind nicht existent, es ist eine Beschreibung, Shinrai, eine logische Spiegelung für ein natürliches Phänomen. Natürlich, Natur heißt das Losgemachte, was in dir aufspringt, ohne sich in irgendeiner Form räumlich auszudehnen, wenn du träumst. Es ist nur ausgedacht, um dich herum gedacht. Aber was du dir auszudenken vermagst, hängt von dem Schwamminhalt, von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Und du brauchst jetzt alle anderen intellektuellen Systeme, die ich in dir auftauchen lasse, um dich zu vervollkommnen. Die ja schon in dir drin sind, weil du denkst dir das ja aus. Du denkst dir jetzt mal alle religiösen Systeme aus. Das ist jetzt übrigens nicht ganz richtig. Du denkst dir einen minimalen Bruchteil von möglichen religiösen Systemen aus, nämlich nur die, die deinem Schwamminhalt installiert sind. Ich könnte jetzt sagen, auf deiner Festplatte. Wenn du jetzt aber tiefer gehst ins Internet, in Gott, in den tiefsten Mittelpunkt, wirst du feststellen, dass es doch noch unendlich mehr religiöse Systeme gibt, die du prinzipiell ausdenken könntest. Dazu kannst du ja ins Internet gehen, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Was du weißt, dass da noch viel, viel mehr Wissen existiert, das man entfalten kann, das dir halt jetzt nicht direkt zugänglich ist, aber dass das ja da ist, irgendwo da außen, glaubst du natürlich als normaler Mensch. Weil du ja glaubst, dass das, was aus dem Internet kommt, von da außen kommt. Das kommt aber aus dir selbst. Um was es sich bei diesem Phänomen handelt, bleibt ein Rätsel. Und das soll auch so sein. Funktion unserer Sinn... Nein, das soll nicht so sein, darum ist Holofeeling da. Rätsel sind dort, dass man die löst. Und das Gehirn... Natürlich zur männlichen Eins. Schau. Das ist die männliche Eins. Wir haben männliche und weibliche Zahlen. Das ist Eins, der Eins. Das Erste, der Vereinigen. Okay. Siehst du das Vereinigen? Ja. Das ist die männliche Eins. Echad. Schma Israel, Jahwe Echad. Wahrlich Israel, ich sage dir, höre, genau wörtlich übersetzt, Schma Israel, höre Israel, JHWH ist einer. Schau mal, dann machen wir das A wieder weg, dann haben wir JD. Der eine, ich sag doch, ich bin der Erste. Jetzt können wir das aufgeben, die Rätsel aufgeben, das heißt auch Rätsel lösen, weil wir eine, die müssen ja die andere Seite auch dazu machen. Selbst ein Rätsel sein. Wenn du selbst ein Rätsel bist, jetzt kann ich sagen, auf dem Geist ist alles eben, Expen, AOB. Wenn wir das jetzt hebraisieren, haben wir das F, machen wir zu einem B. Dann haben wir der Schöpfer UB, ist der Geist. Und das, was du dann schaust, ist eben. Weil wir plus minus im Geb, jetzt machst du das Geb wieder und jetzt haben wir wieder unsere Wellenbeschreibung, wenn wir das durchgehen. Darum nennen wir das auch Spitz, die Spitze, das Oberste, was übrigens dann auch das Rosh ist, der Kopf. Gipfel, ja. Das ist das Spiel. Ist es nicht, uns eine möglichst wahre Abbildung der Umwelt zu geben, sondern... Es wird, was hundertprozentig von keinem in Frage gestellt wird, ist, dass da aus nichts ist, wenn ich nicht dran denke. Und das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Und das ist die Quelle von Leid. Nicht irgendwelche Viren oder irgendwelche Erreger, sondern dein fehlerhafter Glaube. Ich sage nicht einmal falsch, obwohl er dann doch wieder falsch ist. Die Welt ist das, was der Fall ist. Fall, falla lateinisch die Falle. Da kommt das Wort falsch her. Du steckst in einer Falle fest und diese Falle ist dein momentaner fehlerhafter Glaube. Fehlerhaft immer dran denken, alles was da ist, ist wichtig. Es fällt aber sehr, sehr viel zur Vollkommenheit. Und du tust als normaler Mensch alles Mögliche, indem du was bekämpfst, unvollkommen zu bleiben.
sondern aus einer unglaublich komplexen Welt einen winzigen Teil herauszufiltern und ihn so zu verarbeiten, dass wir überlebensfähig sind. Die unendlich komplexe Welt, WED, ist das Brandopfer, das ist dein polarer Rand. Und du tust nichts herausfiltern, die Filterungen sind eigentlich gehen von innen nach außen, indem du wie ein Videobeamer ein Bild projizierst, eine Vielheit projizierst, die eigentlich nur Divisionen, deine eigenen Divisionen sind. Selbstdivisionen. Mhm. Jetzt mache ich einmal uns wieder. Das ist das Prinzip, das ich erkläre in einem Fort. Auf tausenden von Seiten, sehr populärwissenschaftlich und einfach, kindgerecht. Mhm. Und ich kann immer nur anraten, das muss man wiederholen und das muss man wiederholen, weil der Zweite des Egos so unheimlich mächtig ist. Darum sage ich, werde einfach einmal zu dem, du musst an deinem Leben nichts verändern, beobachte dich, mach dir ganz bewusst, wenn du wieder einseitig bist, wenn du unzufrieden bist, wenn du abstürzt, alle Gefühle entstehen durch deine Interpretationen und die sind in der Regel im negativen Bereich Sachen des Nicht-Einverstanden-Seins mit irgendetwas, mit einem anderen Glauben, mit dem Wetter, egal was es ist, und dann fühlst du dich unwohl und jetzt kommt das Verrückte und dann lassen wir es gut sein. Das ist, dieses Ego wird dir immer aufzwingen, wer oder was dran schuld ist, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Es wird dir immer erklären, was dran schuld ist, dass es jetzt so oder so ist. Dein Ego erklärt dir, was jetzt dran schuld ist, dass dieses Video überhaupt laufen kann, das ist, dass es in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Das ist alles unheimlich logisch, bloß es ist schlichtweg und einfach falsch. Das ist eine Falle. Dieses Denken ist eine Falle. Ja. Und jetzt kommt dieses Umdrehen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Mhm. Dann sage ich ein ganz einfacher Satz. Solange du permanent irgendwen oder irgendwas von dir ausgedacht die Schuld an irgendetwas gibst, entgöttlichst du dich, du entmachtest dich vollkommen. Die Frage, wer ist schuld, bedeutet, wer hat das gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Sag ich. Weil wenn ich das jetzt nicht denken würde und wenn ich mir keinen Schuldigen ausdenken würde, der ist ja nur schuldig, weil ich mir denke, dass er schuldig ist. Ja. Wer macht jetzt den Udo? Wer denkt sich jetzt den Udo aus? Wer denkt sich die Ariane aus? Ich sage jetzt wieder, wer denkt sich den aus, der jetzt vom Computer sitzt? Wer denkt sich eine Erdkugel aus? Existiert die Erdkugel eigentlich, die Ariane, der Udo, wenn du nicht an sie denkst? Existiert dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Die Fragen beantworten sich von selbst, wenn du Bewusstsein bist. Sie beantworten sich nur für ein rot geschriebenes Bewusstsein. Niemals für ein ausgedachtes blaues Bewusstsein. Das ist ungefähr so, wie wenn du versuchst, ob du am Gehirn was versuchst zu erklären oder am Computerchip. Du kannst Materie nichts erklären. Materie ist nämlich kein Geist. Und dieses simple Prinzip, das haben die von dir ausgedachten Menschen nicht verstanden, nicht einmal der, der du zu sein glaubst. Aber du wirst es verstehen, wenn du begreifst, dass du der eben nicht bist, der du ein bisher ausgedachtes Leben zu sein geglaubt hast. Darum ist es ein Spiel, bist du ganz alleine mit dir. Du musst auch keinen überzeugen. Darum sage ich immer wieder, ich versuche nicht, irgendwelche Menschen mit diesen Videos zu überzeugen. Ich versuche nur, den einen Geist zu überzeugen, indem ich in seinem Traum diese Videos auftauchen lasse. Die Masse der Menschen wissen von diesen Videos überhaupt nichts. Die sehen die auch nicht. Kannst du an den Klickzahlen überprüfen. Ist ja gar nicht interessant, die Klickzahlen. Weil wir schon wieder von existierenden Dingen reden. Ich unterhalte mich mit etwas, was nicht existieren kann, weil das ewig ist. Und dem erkläre ich, dass er ewig ist. Das heißt, ich erkläre das dir. Nicht dem Tier, das du zu sein glaubst. Lass uns gut sein. Bis gleich. Bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss.